Sie suchen ein Geschenk, das einzigartig ist. Sie wollen etwas Originelles selber machen. Meine selber machen ist ja sowieso gerade völlig im Trend. Hier direkt am Kollwitzplatz ist das möglich. Und das in einer sehr entspannten und sehr angenehmen Atmosphäre. Ja, hier sind wir in der Knagstraße 56. Und hier darf jeder selber Hand anlegen, darf selber jeder kreativ werden. Denn hier befindet sich der Knutzelwinkel. Hallo, der Knutzelwinkel ist ein Porzellanmalstudio, wo jeder, egal ob jung oder alt, sein Porzellan, sein Geschirr selber bemalen kann. Und der Knutzelwinkel ist eigentlich niederländisch. Knutzeln heißt selber machen, basteln. Winkel ist ein kleiner Raum. Entstanden ist der Name, weil ich vor 7 Jahren etwa in Potsdam meinen ersten Laden im holländischen Viertel eröffnet habe. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen. Dann komm rein. Porzellan selbst bemalen. Und das geht schon los bei ca. 10 Euro für eine kleine Schale oder Dose, geht weiter mit rund 15 Euro für eine Tasse oder Müslischale und endet bei ca. 40 Euro für eine solche große Vase oder eine Fischplatte. Farbe, Pinsel, das Glasieren und das Brennen sind dabei schon inklusive. Einfach ein Lieblingsstück aussuchen und schon kann's losgehen. Bemalen und dann kümmern sich die freundlichen Mitarbeiter vom Knutzelwinkel um das gute Stück. Es wird glasiert und bei rund 1000 Grad gebrannt. Und nach einigen Tagen können Sie Ihr ganz individuelles Kunstwerk abholen. Klingt recht einfach. Ja, was meinst du denn? Womit sollte ich denn als Anfänger anfangen? Das ist ja doch ganz schön viel. Die ist gut. Ja, die ist doch gut. Ja? Dann nehmen wir die. Ich zeige dir mal erstmal den Vorher-Nachher-Teller. Hier siehst du die Farben, wie sie beim Malen aussehen. Und so sehen sie nach dem Brennen aus. Also kein Schreckregen, erst ganz anders. Dann haben wir hier einen wunderschönen Farbteller mit allen Farben, die du dir bei uns aussuchen kannst. Ganz kräftig, ganz zart, wie man es gerne möchte. Zeige ich dir nachher, wie du dir aussuchen kannst. Okay. Und es gibt natürlich Techniken, du kannst zum Beispiel, würde ich sagen, mit Bändern arbeiten. Rein. Ich glaube, das wäre für dich vielleicht ganz gut. Man klebt mit den Bändern in 3 verschiedenen Breiten sich etwas ab oder es gibt das auch so, ne, in verschiedenen Flächen. Mhm. Alles, was man beklebt, ist nachher schön gerade und weiß und dann malst du es einfach mit den Farben, die du magst, auf. Okay. Ja, man braucht schon ein bisschen Zeit hier. Man soll ja auch ein bisschen runterkommen vom Stress, an andere Sachen denken. Ja. Die Zeit wirklich auch mal vergessen. Ist denn das so der Hauptgrund, warum die Leute hierher kommen? Ja, überwiegend. Also viele Leute kommen wirklich mal, um den Kopf frei zu kriegen, sitzen dann hier und vertun sich auch mit der Zeit. Ne? Sie sitzen hier und denken, sie sind in einer Stunde fertig und dann sind es 2-2,5 Stunden geworden. So. Also auch kleine Kinder, die so ganz, ganz quirlig sind, die sitzen hier so vertieft und malen so tolle Sachen, die malen frei raus. Also die überlegen nicht so wie du, was mache ich denn jetzt, wie kann ich denn anfangen, kann ich das legen einfach los. Man muss nicht malen können, man kann auch relativ talentfrei sein und einfach loslegen und hat dann ein richtig schönes eigenes Stück, was man auch jeden Tag benutzen kann. Ja. Das heißt, aber jetzt müssen wir dann auch gleich noch irgendwie die Farbe aussuchen, ne? Wenn wir fertig sind mit Kleben, dann gehen wir ans Farben aussuchen. Da haben wir auch eine sehr große Auswahl, fast 100 Farben. Also. Okay, ja, die beiden Farben. Genau. Reicht schon? Ja, wenn nicht, holt man nochmal nach Farbe. Apropos Farbe, ich meine, das passiert ja jetzt bestimmt manchmal auch, wenn gerade kleine Kinder hier mit sind, dass sich das irgendwie ins Gesicht oder vielleicht sogar mal in den Mund stecken. Ja, öfter. Ja? Und was ist das für Farbe? Die Farben sind alle ungiftig, sind Cadmium- und Bleifrei, da passiert gar nichts. Wir machen ganz viele Handabdrücke und wenn es gebrannt wurde, sind die Sachen dann auch Geschirrspüler geeignet. Also die Farben bleiben auch, sind Lebensmittel, echt, passiert nichts mehr. Ja, das ist ja auch, das ist echt ein schönes Beispiel, ne, dafür. Ja, es wird sehr, sehr viel gemacht. Hände und Füße auch bestimmt. Hände und Füße auch, ja. Käseplatte und Fingerfood. Wie ist es eigentlich? Wer kommt hier eigentlich immer so her? Sind das eher die Kinder oder sind das eher Erwachsene? Oder sind das dann irgendwie bei den Geburtstagen irgendwie die Großeltern mit den Enkeln? Oder wer kommt hier so her? Zu uns im Knutzelwinkel kommen die Großen, die Kleinen, egal welche Altersgruppe, männlich, weiblich, alle sind dabei und alle sind immer begeistert. Ja. Und kommen die meistens dann schon wirklich mit fertigen Ideen oder sagt ihr, wir haben hier auch ganz viele Muster da, wir geben Ideen mit, wir helfen oder fragen die Leute auch, könnt ihr mir helfen?
die Leute fragen, oft sagen sie natürlich, ach, das kann ich nicht. Dann zeigen wir ihnen ganz viele Muster. Wir haben ganz viele Hilfsmittel, wie zum Beispiel deine Bänder jetzt. Und ich als Grafikerin habe eigentlich immer eine Idee, wie man dann Sachen umsetzen kann. Wir stehen immer zur Hilfe, wir sind immer dabei. Ja, macht auch irgendwie unheimlich viel Spaß. Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, mal Porzellan selber zu bemalen, hier im Prenzlauer Berg in der Knarkstraße oder gerne auch in Potsdam in der Kurfürstenstraße im holländischen Viertel.